Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Horizon Forbidden West. Ja, Eloy steht hier irgendwie im Boden, aber ist okay. Am letzten Mal haben wir einen Schreckflügel bekämpft und endlich die Fähigkeit erlangt, die Metallblumen zu zerstören oder so. Mit dem Rankenschneider. Ja, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ich hoffe, recht einfach. Weil die Dinger nerven. Die Dinger nerven sehr. So viele von den Dingern haben mir schon begegnet und noch nicht eine zerstören können. Hoffentlich funktioniert dieses neue Modul. Mal sehen, ob die Software funktioniert. Okay. Sie fallen auseinander. Die Tür ist jetzt frei. Dreimal draufhauen und dann so gesehen überbrücken. Aha. Der Datenkern sieht intakt aus. Zeit, Demeter nach Hause zu bringen. Demeter? Zeit, nach Hause zu gehen. Zu Gaia. Der Same des Lebens. Ja. Elisabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Demeter-Unterfunktion wieder her. Was hast du getan? Mein Fokus hatte noch nie so eine Störung. Oh, ich habe eine spezielle Art von Daten gewählt, die du nicht lesen kannst. Sie hatte den Datenkern fest im Griff. Aber jetzt solltest du Zugang zum zentralen Server haben. Zum Ganzen. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Du hattest recht. Hunderte von Archiven. Fast alle davon beziehen sich auf die Landwirtschaft. Es würde Jahre dauern, alle durchzugehen. Aber diese Zeit haben wir nicht. Was du vorher gesagt hast... Alva! Stopp, nicht schießen! Beim Wort der Ahnen, sofort aufhören! Komm, schau dir an, auf wen du geschossen hast. Diese Barbarin hat unsere Soldaten getötet. Nur diejenigen, die blind geschossen haben. Sie ist keine Barbarin. Sie hat mir zu den Daten verholfen, die wir brauchen. Komm, sieh sie dir an. Siehst du es nicht? Elisabeth Sobek steht vor dir. Eine wiedergeborene Ahnin. Wahrsagerin. Wir sollten die Ahnen zurückbringen. Wir folgen Ihrem Wort, Kommandant. Und nicht andersherum. Es tut mir leid, Dr. Sobek. Der Glaube unseres Volkes ist stark. Aber es gibt auch diejenigen, die nicht so vertraut mit dem Vermächtnis sind. Ihr habt die Wahrsagerin gehört. Die Daten wurden gefunden. Ihr zwei mit mir. Den Rest von euch treffen wir am Strand wieder für die Rückkehr nach Landfall. Ich kann nicht lange reden. Sie werden viele Fragen haben. Die habe ich auch. Dein Volk weiß viel über die Vergangenheit. Und über Sobek, schätze ich aber... Bitte. Ich muss es wissen. Das, was du sagtest, aufs gleiche Ziel hinarbeiten. Wie lange wird das dauern? Ich weiß nicht. Ein paar Monate? Du bist die größte Hoffnung meiner Familie. Lass dich von nichts aufhalten. Du hast mir für viele Dinge die Augen geöffnet. Dafür danke ich dir. Aber jetzt musst du gehen. Werde ich dich wiedersehen? Wir kehren bald nach Landfall des Vermächtnis zurück. Es könnte gefährlich für dich sein, dorthin zu gehen. Aber sag mir, wie ich es erreiche, für den Fall. Landfall liegt auf der nordöstlichen Grenze der versunkenen Stadt. Die Ströme rund um den Archipel sind teuflisch. Ein Zugang ist nur von Süden möglich und der wird bewacht. Versuch es nur, wenn es sein muss. Wahrsagerin, was dauert da? Bitte, geh.
Wenn du noch länger bleibst, fürchte ich, nehmen sie dich mit uns. Und das würde für keinen gut ausgehen. Leute. Ich muss den Meter trotzdem zu Gaia zurückbringen. Aber vielleicht erkunde ich noch etwas die Gegend, bevor ich zur Basis zurückkehre. Und jetzt kann ich die Rankenschneider für diese Metallblumen benutzen, die ich gefunden habe. Der Stamm ist irgendwie seltsam, oder? Irgendwie ja schon. Na gut, ich glaube, hier werde ich mich ausgehen, noch ein bisschen umschauen. Ich wollte beim letzten Mal noch was zeigen, ne? Nee, das war da nicht. Irgendwo war das. Wo man auch diese Viecher da antreffen kann. Die Fledermaus, die wir beim letzten Mal bekämpft haben. War irgendwo hier in diesem Gebirge. Was hier? Nee. Wieso finde ich das nicht mehr? Na, ist ja auch egal. Irgendwo hier im Gebirge war es auf jeden Fall. Ah, hier. Ich glaube hier. Hier in dem Gebiet. Da gibt es einen Sturmvogel und diese Fledermaus. Diese Schleckflügel. Direkt hier noch dieser Schlachtrücken. Auch ein sehr böses Vieh. Ich glaube, wir machen jetzt einfach mit einer Schnellreise direkt zur Basis auf. Erkunden können wir das Ganze gewiss auch noch wann anders. So, bei dir verkaufe ich noch ganz kurz was. Hab jetzt einiges zusammenbekommen. Was wir jetzt einfach mal kurz verkaufen können. Wow, schon 2000. Sehr schön. Ganz viel Kohle. Was denn so zum Kaufen momentan? Eissturm, Bolzenschieße, okay. Garde-Jägerbogen, ja. Nichts von Belang. Nichts von Belang auf jeden Fall. Gut, dann bring mir Gaia mal jetzt Demeter zurück. Womit sie dann ja eigentlich vollständig ist, ne? Prinzipiell ja schon. Hello. Gaia, ich hab was für dich. Schön, dich wiederzusehen, Aloy. Wie ich sehe, hast du auch Demeter. Ja, ich tue hier nur noch kurz ein paar Drohnen abgeben. Mit der Beschaffung von Äther, Poseidon und Demeter hat sich meine heuristische Prozessordichte stark verbessert. Ich sollte nun Hephaestus absorbieren können. Und wir haben bei dem Vorhaben, es aufzunehmen, Fortschritte gemacht. Auf Vals Anregung hat Beta alle erhältlichen Informationen zu Hephaestus analysiert. Seine Expansion ist gewaltig. Es ist zu groß, um es zu beamen. Und der Kern, den du benutzt hast, könnte es nicht halten. Deshalb muss es an einem Standort mit direktem Kontakt zu mir bleiben.
einem Ort mit zwei Datenkernen. Zwei Kernen? Wo sollen wir so einen Ort finden, Gemini? Eine verlassene Brutstätte in der Wüste westlich von hier. Seismische Aktivität hat die ursprüngliche Konstruktion zertrennt. Deswegen wurden zwei Datenkerne gebaut. Ich kenne den Ort. Bei der Hauptstadt des Wüstenclans. Wir müssen dich selbst hinbringen. Ich habe ein geeignetes, doch leicht sperriges Transportmittel entworfen. Um es zu Gemini zu tragen, brauchen wir zwei Leute. Ich kann helfen. Wenn ich auf dem ersten Kern installiert bin, locke ich Hephaestus auf den anderen und stelle ihn so. Dann initiiere ich die Vereinigung. Aber für den Bau dieser Vorrichtung werde ich eure Hilfe benötigen. Kannst du es bauen? Ich denke, ich könnte, aber es wird nicht klappen. Die Zeniths werden dich finden. Minerva wird deinen Standort nicht verbergen können. Das ist korrekt. Hephaestus zu absorbieren wird einen starken Stromstoß erzeugen, der von jedem, der dazu fähig ist, bemerkt werden kann. Was, wenn wir mit mehreren Stromstößen die Zeniths hinters Licht führen? Wenn Ahn, So und Kotalo sich zu anderen Brutstätten begeben und eigene Stromstöße schaffen, würde das den bei Gemini kaschieren? Analysiere. Solch eine Taktik könnte effektiv sein. Mit Betas Hilfe sollten wir ein paar leichte Impulsgeneratoren bauen können. Ich hab doch gesagt, es wird nicht klappen. Ich hab's getestet. Hephaestus hat Alpha-Freigabe aus dem Zugangsmodul entfernt. Du wirst ihn niemals fassen können. Dann brauchen wir ein höheres Freigabelevel. Aber es gibt kein... Cadferus Omega-Freigabe, die er zur Säuberung der Apollo-Datenbank und Tötung der Alphas benutzt hat. Doch um sie zu kriegen, musst du Theben finden. Den geheimen Bunker, in den er sich zurückzog, als die Welt endete. Und niemand weiß, wo er ist, nicht einmal die Zeniths. Laut ihrer einzigen Info war er in San Francisco. Mehr brauche ich vielleicht nicht. Alva, die Quinn-Wahrsagerin, sagte, ihre Leute hätten bei Landfall eine Basis gebaut. Sie suchten von dort aus nach Daten in San Francisco. Sie kann uns vielleicht helfen. Dann mache ich mich wohl auf den Weg nach Westen. Wenn ich weg bin, kannst du das Transportmittel und den Impulsgenerator bauen? Ich versuch's. Ich sehe zu, dass sie alles hat, was sie braucht. Laut Alva haben die Quen an der Küste eine Fähre, mit der sie zu den Ruinen von San Francisco fahren. Da muss ich hin. Klingt ja mal nach einem Plan. Aloy, es ist mir gelungen, einen weiteren Raum bei den Servern zu öffnen. Alles klar. Ja, wir können uns noch mal ein bisschen in der Basis noch mal umschauen. Und stimmt, hier können wir auch mal die ganzen Überbrückungen herstellen, hä? Wenn wir schon die Ressourcen dafür haben. Wieso auch nicht? Haben wir die zumindest auch schon mal. Wunderbar. Ja. Wir werden jetzt natürlich noch nicht... wir werden jetzt erstmal wieder ein bisschen Sidequests machen. Würde ich behaupten. Bevor es weitergeht. Beziehungsweise wahrscheinlich sogar beim nächsten Mal eine neue Brutstätte, würde ich behaupten. Da hätten wir ja auch noch ein paar zur Verfügung. Gibt es eine Sidequest? Im nächsten Raum. Ach, er. Hast du Zeit? Solange du willst. Ich muss jenseits der Westküste reisen. Zu den Ruinen, die im Nebel liegen. Ja. Ich suche nach einem Stamm, den Quen. Ich bin ihnen schon einmal begegnet. Sie sagten, sie kommen von jenseits des großen Ozeans. Ich hatte gehofft, die Tenakt wüssten mehr über sie.
Es gab Gerüchte von Eindringlingen in dem Gebiet, aber wir dachten, es wären nur Banditen. Hikaru hat Patrouillen entsandt, aber ich habe sie nicht zurückkommen sehen. Wir hatten dringendere Sorgen, wie du weißt. Tut mir leid, mehr weiß ich nicht. Ach, schon okay. Ich schätze, ich finde es früh genug heraus. Da ist etwas, das ich mit dir besprechen wollte. Es ist persönlich, wenn du einen Moment Zeit hast. Du hast gesagt, du willst mit mir über etwas reden? Ich habe mit Gaia gesprochen. Sie sagte, dass die Zeniths Metall mit Fleisch verbinden, um sich stärker zu machen. Könntest du mir helfen, das ebenfalls zu tun? Du möchtest dir einen neuen Arm machen? Ja. Gaia meint, sie könnte solch ein Ding bauen, wenn ich die nötigen Daten und Materialien beschaffe. Sie glaubt, diese Dinge gibt es dort, wo Beta sich vor den Zeniths verbarg. Ihr altes Forschungslabor. Ich bin nicht so vertraut mit Maschinen der alten Welt wie du. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Es könnte gefährlich werden. Die Zeniths beobachten diesen Ort womöglich noch. Wir hatten schon beim ersten Mal Glück, lebend rauszukommen. Verstehe. Aber klingt, als wäre es das Risiko wert. Bei den Zehn, wir werden es durchziehen. Ich muss jetzt los, hab einen langen Weg vor mir. Falls du Verstärkung brauchst. Ich weiß, wen ich frag. Ich ruf dich, wenn ich beim Zenith-Labor bin. Holen wir dir, was du für deinen neuen Arm brauchst. Danke, Aloy. Okay. Klingt doch mal nach einem neuen Plan. Oh, da ist das sogar noch was. Dass wir aufmachen können. Da ist eine Luke. Hier gibt's Daten. Ein weiterer Raum. Wofür? Ei, anscheinend für Daten. Wechsel zu Privatprotokoll. Also gut. Regionale Schaltstelle 9. Der Anlagenentwurf geht voran. Wenn Gaia sie endlich baut, wird sie alles haben, was nötig ist. Bis auf Charakter. Also werde ich ihr noch meinen Stempel aufdrücken. Ein paar Schnörkel. Angefangen mit diesem kleinen Versteck. Orgis wäre begeistert davon. Er liebte geheime Korridore, so wie in alten englischen Schlössern. Aber ich habe etwas Größeres vor. Mein Meisterstück, sozusagen. Aha. Wieso komme ich da eigentlich nicht rein? Eloy, mach das doch mal kaputt. Mach die Tür doch mal auf. Will sie nicht. Oh, ich bin wieder in den Schlafquartieren. Okay, cool. Aber ich will mal gucken, ob es hier noch was gibt. Ob wir diese Luftschächte hier vielleicht noch aufmachen können. Sieht aber nicht so aus. Sieht nicht so aus, okay. Offenbar kann ich die Tür jetzt öffnen. Dann halt nicht. Gaia? Wozu war das gut? Dieser Raum diente zur Verwaltung der riesigen Saatgutbanken der Anlage. Von hier hat das Schaltstellenpersonal neue Fruchtfolgen auf den Farmlanden überwacht, die jetzt als Reinklang bekannt sind. Verstehe. Ich habe mich mit dem Landwirtschaftslabor beschäftigt. Da wird es jede Menge Samen und Pflanzgut geben. Mein Favorit? Probe 626. Calotropis gigantea. Die Kronenblume. Wir hatten eine in unserem Garten. Da waren immer Schmetterlinge. Jeden Morgen ist Orgis hingelaufen und hat unter die Blätter geguckt. Ob Raupen sich zu Puppen entwickelt hatten. Jetzt
stelle ich mir vor, dass es in Zukunft unzählige davon geben wird. Mhm. Was ist das hier? Laut dieser Konsole lagern immer noch tausende von Pflanzenproben tief unter der Anlage. Ich könnte Gaia dazu befragen, wenn wir das nächste Mal reden. Ja. Ein bisschen Zeit haben wir ja eigentlich noch. Also gehen wir nochmal kurz zu Gaia. Und reden mal kurz mit ihr. Nicht allzu lang. Ich will den Part jetzt nicht zu weit strecken, aber... Willkommen zurück. Hey Gaia, ich wieder. Willkommen zurück, Aloy. Wo machen wir weiter? Oh Gott. Über viel. Beta ist überzeugt, dass wir Hephaestus nicht kriegen können. Glaubst du, dass sie es mit dieser Einstellung schafft, die Anlage und den Impulsgenerator zu bauen? Man wird sie überreden müssen. Doch mit Unterstützung wird sie es bestimmt tun. Oh, ich verstehe sie nicht. Sie ist überzeugt, dass wir scheitern. Sie ist ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hatte. Sie bleibt wohl am besten hier, wenn wir nach Gemini gehen. Wie geht es, Cotallo? Ich erkenne, dass der Verlust seines Arms ihn noch immer schmerzt, obwohl er dies nicht geäußert hat. Ich könnte ihm bei seiner Genesung assistieren, wenn er interessiert ist. Wirklich? Das wird er sicher sein. Nachdem du nun Aether, Demeter und Poseidon hast, was ist mit der Biosphäre? Die lokalen Bedingungen haben sich verbessert. Superstürme haben nachgelassen. Zahlreiche Wasserquellen wurden gereinigt und Bodenbedingungen wurden saniert. Diese Verbesserungen werden den Umweltkollaps für einige Monate abwenden können. Mit etwas Glück hast du schon bald Hephaestus. Dann kannst du die Biosphäre endgültig reparieren, oder? Korrekt. Ich werde in der Lage sein, Roboter zu entwerfen und zu produzieren, um die Umweltschäden, die bewirkt wurden, umzukehren. Und wie läuft es hier so? Zoe hat die Morphologie ihrer Landgötter studiert, um ihre Krankheit zu verstehen. Ohne die Fähigkeiten von Hephaestus bin ich leider nicht in der Lage, ihre Programmierung zu korrigieren. Jedoch haben wir dank Zoes Beharrlichkeit vielleicht eine Lösung. Ja, sie hat mich informiert. Klingt vielversprechend. Das Hades-Testlabor, wo ich den Gaia-Kern fand, war es mal eine Pharaoh-Forschungsanlage? Ja. Vor der Inbesitznahme durch Zero Dawn diente die Anlage der Entwicklung und Testung hochmoderner Computerviren. Es war anscheinend eine von vielen Forschungsinitiativen von Pharaoh Automated Solutions. Automatisierte Tötungsmaschinen reichten wohl nicht. Ted wollte auch Viren, um sie zu infizieren. Ich gehe dann mal los. Ich wünsche dir eine sichere Reise. Okay. Wir gehen erstmal wieder. Das langt, glaube ich, erst einmal mit dem Geschwafel hier. Wir haben hoffentlich noch wann anders Zeit, ein bisschen zum Quatschen. Wo geht's denn wieder raus? Da. Nee, nicht da. Hier. Verlauf mich hier jedes Mal. Mein Orientierungssinn ist halt nicht der beste.
Oh, wir sind auf der anderen Seite. Aloy, der Weg zur Küste ist weit. Wenn du unterwegs Vorräte brauchst, solltest du nach Schluchtrand gehen. Das ist ein Dorf des Tiefland-Clans, südwestlich des Hains, im Herzen des Dschungels. Okay, danke für den Tipp. War ich da nicht schon mal? Okay, da soll ich hin. Oh. Na gut, dann kommen wir jetzt in das Gebiet hier, hä? Ja, Schluchtrand war schon. Okay, jetzt soll man offiziell hier hingehen, hä? Alles klar, okay. Gut, hier oben ist noch eine Brutstätte, die könnten wir angehen. Hier unten, die habe ich aber auch schon entdeckt. Hä? Na, mal gucken. Was wir so als nächstes machen werden. Aber wie gesagt, nicht mehr heute. Wir werden beim nächsten Mal sowieso erstmal wieder ein bisschen Sidequests und sowas angehen, würde ich sagen. Von daher, was das erste Mal mit Horizon Forbidden West für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet, wenn es, ja, wie gesagt, noch ein paar kleine Sidequests gibt. Oder ein paar Brutstätten. Eins von beiden. Oder beides. Wir werden eh noch ein paar Brutstätten machen müssen. Und ein paar Sidequests. Von daher, mal gucken, was wir zuerst machen. Wir werden sehen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.